meinem neuen Foodblog. Ich sitze schon so ein bisschen auf heißen Kohlen, denn wir haben gleich einen Termin in der Kurkuma-Kochschule, wo wir jetzt ja unsere Kochkurse anfangen. Also wenn ihr heute das Video seht, dann ist heute Abend unser erster veganer Grillkochkurs. Und heute haben wir nochmal so einen Termin, um uns da so ein bisschen umzuschauen, so die ganzen Schubladen durchzugehen, damit wir auch wissen, wo welche Geräte sind und so weiter. Und dann kommt sogar noch ein Team von einer Zeitschrift mit einem Fotografen. Da werden wir noch so ein paar Rezepte zubereiten. Da habe ich gestern schon einiges vorbereitet und eben auch schon eine große Tasche gepackt, die wir gleich mitnehmen werden. Eine Zutat hat tatsächlich gefehlt, deswegen ist Marco nochmal schnell losgelaufen. Und dann werden wir uns gleich auf den Weg machen. Das hier kommt gleich alles mit. Darunter ist noch irgendwo ein Hefeteig, eine halbe Wassermelone, ganz viele Zutaten. Und hier an der Seite ist noch frischer Basilikum drin. Mal schauen, wie wir das gleich zu zweit schleppen werden. Ich bin sowieso super gespannt, wie das wird, auch allein mit den ganzen Zutaten. Weil hier zu Hause kochen wir ja meistens für zwei Personen. Und in den Kochkursen werden dann so 15 bis 20 Leute dabei sein. Und da ist es nochmal eine andere Herausforderung, auch das alles zu planen und dafür dann einzukaufen. Aber wir freuen uns riesig. Vielleicht habt ihr euch unser Menü ja schon mal angeschaut. Da stehen halt super viele verschiedene Sachen drauf. Also von Beilagen wie Caesar Salad und so Faltbrot, aber auch so Grillgut natürlich, also Karottenwürstchen, Burger, Patties und Seitan-Steaks, was wir alles halt selber machen. Dann Dips und Soßen und auch ein gegrillter Nachtisch, den wird es geben. Und da ist natürlich auch so, dass man halt nicht von allem, also dass nicht jeder und jede von allem satt werden muss, sondern dass man sich da halt so ein bisschen durchprobieren kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst am Ende, da die richtige Menge, ja, einzukaufen. Aber ich liebe es einzukaufen, also ich glaube, ich gehe lieber Lebensmittel shoppen als Klamotten. Und da ist Marco auch schon. Das heißt, wir können los. Tada, die Jalapenos haben gefehlt. Die sind nämlich für einen käsigen Dip. Ich werde euch den Artikel dann gerne mal raussuchen, wenn es soweit ist. So, da sind wir auch schon mit unserem riesen Grill hier, unseren ganzen Sachen. Und da geht's gleich rein. Wir sind ein bisschen früher da. Aber ihr könnt ja schon mal einen Blick reinwerfen, wie schön es hier aussieht. Marco hat gerade noch schnell den Wäscheständer zur Seite gebracht, wo die Handtücher drauf getrocknet sind. Und die haben wir jetzt so kleine Stationen aufgebaut, damit wir gleich direkt mit dem Fotomachen anfangen können. Der Ofen heizt gerade schon vor und es ist einfach so schön und gemütlich hier. Ich glaube, das werden richtig schöne, entspannte Grillabende mit euch. Da hinten haben wir dann so eine große Tafel, wo wir uns dann alle zum Schnabulieren dran setzen können, das Buffet aufbauen können. Und hier draußen steht dann unser Grill. Das ist ganz gut, dass wir heute hier sind, dass wir den nochmal ausprobieren können. Unser Beutel ist fast wieder genauso voll wie vorher und das nächste Mal sind wir dann in ein paar Tagen hier, wo dann unser erster offizieller Grillkurs losgeht. So sieht sie übrigens von draußen aus. Und jetzt geht's wieder nach Hause mit der Bahn. Es gibt mal wieder ein Lieblingsessen von uns. Das wöchentliche Reispapierrollenessen startet jetzt, also Sommerrollen. Dafür nehmen wir hier immer solche Reispapiere aus dem Asiamarkt und die weicht man einmal kurz in warmem Wasser ein, dass man die wie so einen Wrap einrollen kann. Dann haben wir hier verschiedenste Soßen. Beide natürlich unsere Sriracha. Marco hat die sehr scharfe, ich habe die normal scharfe. Da gibt es aber auch so eine Mayo-Version von und die ist tatsächlich auch vegan. Mega lecker. Dann haben wir hier noch so Sweet Chili, braunen Reis, weil wir leider keine Reisnudeln mehr hatten. Dann so verschiedenes Gemüse und eine Dreamy Creamy Erdnuss-Tahin-Soße. Und hier drüben habe ich dann noch einfach Räucher- und Naturtofu in Teriyaki-Soße, Frühlingszwiebel und Ingwer angebraten. Und hier noch einen Rest Süßkartoffel und auch Blumenkohl geschnitten. Den kann man auch noch so dazu snacken oder auch ganz einfach in der Soße dippen. Ich habe gerade das letzte Rezept fotografiert für das zweite E-Book. Oh mein Gott, ich freue mich so. Jetzt können wir endlich wieder hier am Esstisch essen. Ich kann das Ganze hier mal aufräumen. Die Wäsche kommt dann auch gleich weg. Hier liegt irgendwie auch noch meine Drybrush. Die benutze ich gerade morgens immer. Tut richtig gut. Ist auch richtig gut so für die Durchblutung, allgemein so für die Haut.
Ich bin gerade irgendwie richtig erleichtert, dass diese Kruschel-Ecke jetzt wieder ein bisschen schöner und normaler wird. Und apropos zweites E-Book, da könnt ihr euch jetzt schon mal den Wecker stellen, dann ist es fast soweit. Also Sonntag 10 Uhr diese Woche, am 26.06. wird das für euch bereitstehen. Es gibt auch eine kleine Überraschung dazu, ein kleines Special. Und da kommt dann auf jeden Fall nochmal ein Video. Also dann ja, freue ich mich, wenn ihr hier wieder am Start seid. Ich bin super aufgeregt. Marco und ich haben es jetzt endlich fertiggestellt. Wir hatten auch richtig tolle Unterstützung wieder von einigen FreundInnen von uns, die da uns geholfen haben beim Korrekturlesen, also mal drüber schauen. Das nimmt dann irgendwie am Ende doch nochmal viel mehr Zeit ein, als man irgendwie vorher gedacht hat, so wirklich nochmal alle Seiten durchzugehen. Das ist auch wieder, also nicht wieder, also der Vegan-Kompass ist ja wirklich irre lang geworden. Ich glaube, fast 500 Seiten und das ist jetzt auch wieder über 200 Seiten lang geworden, also super viele Rezepte, dann natürlich der dreiwöchige Ernährungsguide und vorher noch ganz viele Tipps zum Thema, ja, gesunder Alltag und Verdauung und so Handlungsempfehlungen. Wir starten auch jeden Tag mit einer Affirmation in den Tag, weil ihr das ja auch auf Instagram immer so gerne mögt und ich erzähle schon aber dann nochmal alles ganz genau und freue mich dann, euch am Sonntag sozusagen wieder zu sehen zur Premiere. Und genau, ich glaube, das wird wunderbar. Dann können wir nämlich dann demnächst auch direkt damit starten und uns das damit 3 Wochen gut gehen lassen, obwohl ihr die Rezepte natürlich auch sonst immer als Inspiration und so für euren Alltag nutzen könnt. Tada, so sieht es jetzt hier aus. Also alles wieder schön ordentlich. Meine Trockenbürste liegt hier schon wieder zum Trocknen. Ich lege die hier immer in die Sonne, wenn ich die benutze, weil ich die immer so ein bisschen kalt abwasche nach dem Trockenbürsten. Und hier auch herrlich. Unsere Monsti hat sich heute Morgen von ihrem Ständer hier verabschiedet. Deswegen mussten wir jetzt vom Balkon hier diesen Mikrofonständer holen und sie da so ein bisschen drauf stützen, weil dieses Teil ist, glaube ich, wirklich durchgebrochen innerlich oder irgendwie da unten. Und die wiegt einfach so viel, als ich sie stützen musste, als Marco das hier gemacht hat. Ey, ich stand hier echt eine ganze Weile, bis er das Teil erstmal gefunden hat. Aber jetzt sieht es, finde ich, ganz schön aus. Also sie ist echt sehr einnehmend hier in dem ganzen Raum. So, heute geht es direkt wieder mit einem Grillthema weiter. Und zwar fahren wir später zu meinen Eltern, beziehungsweise zu meinem Papa, weil meine Mama schon wieder auf irgendeiner Segeltour ist. Und wollen nochmal so ein paar Sachen für den Grillkurs testen. Wir machen ja zum Beispiel auch so Seitan-Steaks. Also allgemein machen wir halt alles selber, deswegen auch den Seitan. Der bekommt auch so eine gewisse Art von Kruste. Das wollen wir mal probieren, wie sich das so auf dem Grill verhält, dass wir da schon mal ein bisschen gerüstet sind. Und dann machen wir auch so Burger-Patties aus Hülsenfrüchten selber, wo wir auch schon nochmal so ein bisschen ausprobieren wollen, wie fest man die kneten muss, also sozusagen den Teig zusammendrücken muss, damit er halt auf dem Grill jetzt nicht unbedingt auseinanderfällt. Das wäre jetzt nicht so ideal. Und da packe ich jetzt gleich schon mal ein paar Zutaten ein. Dann gehen wir nochmal einkaufen. Und dann fahren wir mit der Bahn schnell rüber. Oder, ja, zu meinen Eltern im Garten halt. Wir haben jetzt auch seit einiger Zeit kein Auto mehr. Das hat Marco verkauft. Und wir haben uns jetzt natürlich auch für den Sommer das 9-Euro-Ticket geholt, was ich mega cool finde. Also wir haben uns jetzt schon echt einige Male ausnutzen können. Tatsächlich auch für längere Reisen. Da gab es irgendwie auch so ganz gute Stories. Marco ist nämlich zu einem Konzert nach Köln gefahren. Und da dachte er tatsächlich mal, dass er sich, ja, das tut und das mal ausprobieren wird. Er möchte, wie das so läuft mit dem Ticket dahin zu fahren. Und tatsächlich hatte er relativ Glück, dass er halt direkt in Hamburg eingestiegen ist, also relativ weit vorne. Oder da ist der Zug sogar gestartet. Das heißt, alle, die danach eingestiegen sind, konnten entweder gar nicht mehr in den Zug rein oder wurden irgendwie auch so rausgezogen, damit er überhaupt weiterfahren konnte. Das war auf jeden Fall eine kleine Tortur. Und auf dem Rückweg hatte er dazu Glück ein Flixtrain-Ticket, dass das ein bisschen schneller ging. Wir waren nämlich danach noch bei einer Freundin in Husum eingeladen zum Geburtstag. Und da ging es tatsächlich ganz gut. Ich war sehr überrascht, weil das ja auch so die Strecke nach Sylt ist. Aber da war der Zug super viel frei, bestimmt so jeder dritte Platz oder so. Aber ich meine auch, dass sie da mehr Waggons an den Zug gemacht haben oder dass da vielleicht mehr auf der Strecke unterwegs waren. Auf jeden Fall so hier im Hamburg-Nahverkehr, sag ich mal, da hat das bis jetzt alles mal wunderbar geklappt. So, ich nehme jetzt vorsichtshalber mal Leinsamen mit, weil ich nicht weiß, ob meine Eltern das da haben. Obwohl meine Mama halt auch immer sehr so diese ganzen Basics zu Hause hat. Aber sicher ist sicher. Für die Seitan-Steaks brauchen wir auf jeden Fall noch Weizenmehl, weil daraus kann man dann diesen Seitan selber machen. Das ist ja nämlich so ein Weizenprotein. Wenn man da sozusagen die Stärke rausknetet, dann bleibt am Ende dieser zähe Klops übrig, den man dann halt mit Gewürzen und so weiter weiterverarbeiten kann zu einem Steak. Also ich glaube, unser Einkauf wird gar nicht mehr so groß. Ich habe jetzt tatsächlich schon so gut wie alles abhaken können, bis auf das Weizenmehl. Das haben mit Glück meine Eltern auf jeden Fall zu Hause.
Aber ich glaube, wir gehen nochmal lieber auf Nummer sicher. Und dann werde ich nochmal eine Einkaufsliste schreiben, weil wir einige Zutaten aus dem Asiamarkt holen wollen. Da kaufen wir immer dieses mega leckere Erdnussmus aus diesen gerösteten Erdnüssen. Na, das ist gerade alles, was ich euch gezeigt habe. Da fragen nämlich immer total viele. Das werden wir auf jeden Fall nachkaufen. Und da kriegt man auch diese Reispapiere, die wir jetzt auch für unsere Sommerrollen so immer nehmen. Und damit kann man halt auch so schöne Sachen machen wie eine knusprige Kruste. Wenn man die so einlegt, werden die ja weich und dann noch marinieren. Dann haben die auch einen richtig leckeren Geschmack. Immer schön eincremen bei den warmen Temperaturen und der Sommer. Wir benutzen tatsächlich immer 50er Sonnenschutz. Und viel trinken natürlich auch nicht vergessen. Das darf ich auch immer nicht vergessen. Ich habe jetzt hier mal so 4 verschiedene Versionen gemacht von den Seitan-Steaks. Mal gucken, wie die so von außen werden, wenn wir die gleich auf dem Grill braten. Und schaut mal bitte hier im Hintergrund, dieses wunderschöne Rosenmeer. Sieht einfach so schön aus. Hier steht jetzt unser kleiner Probegrill, der ist auch schon ordentlich heiß. Wir haben jetzt mal einen so ein Burger-Patty draufgelegt, weil die müssen halt wirklich durchbraten. Die hier sind sozusagen schon so ein bisschen vorgebraten und gedämpft. Die müssen eigentlich nur noch knusprig werden. Diese Marinade ist auch so lecker, die ist super geschmacksintensiv. Mal gucken, was sich davon am besten bewährt. Und für diese Patties brauchen wir auf jeden Fall auch so einen richtigen Pfannenwender, aber halt keinen aus Plastik, damit er nicht schmilzt. Weil ich glaube, die kann man dann am Ende nicht so gut mit so einer Zange greifen, damit man die nicht zerquetscht. Richtig schön, wenn meine Eltern Rasen mähen, gesagt, meine Mama. Dann lässt sie immer so ein ganz großes Stück an Wildblumen stehen, halt für die Insekten. Und das sieht, finde ich, auch herrlich aus. Jetzt war schon ein bisschen verblüht, aber so ein kleiner Hingucker, finde ich. Also, hier läuft der Timer. Marco schreibt fleißig mit. Und hier haben wir jetzt schon 2 verschiedene Sachen drauf. Soll natürlich auch durch werden. Da unten liegt schon ein fertiger Patty, der auf jeden Fall schön, schön braun aussieht. Den haben wir jetzt mal auf niedrigere Stufe hier auf die Ecke gepackt. Okay, erste Erkenntnis, das Reispapier ist überhaupt nicht kleben geblieben. Also in der Pfanne funktioniert das wunderbar, aber ich glaube, wir werden dann einfach die Steaks so ein bisschen marinieren. Das ist jetzt ohne, aber ich glaube, mit ist halt noch geschmacksintensiver und dann noch leckerer, obwohl wir ja noch ganz viele Soßen dann dazu haben werden. Ich bin jetzt bei Toni angekommen. Heute Abend gibt es einen Reissalat aus Resten und dazu machen wir uns jetzt diese Bratlänge, wo auch gerade das Wasser für fertig ist. Toni ist hier, Hannah Montana. Das ist ein Geheimnis. Lass nicht meine Identität hier freigeben, Franziska. Wir haben ja eine Dream Creamy Käsesoße, die Marco und ich noch letztens in der Kochschule gemacht haben. Diese Salatkreation ist jetzt irgendwie doch total lecker geworden, dafür, dass wir erst nicht wussten, was wir machen sollen. Hier haben wir jetzt aus diesen Gemüsepatties so Bällchen gemacht, so Falafelmäßig. Für Toni gibt es noch Jalapenos extra, Sriracha und Sweet Chili ist auch am Start. Ich bin hier, um die Liebe meines Lebens zu finden. Oh, mein Gott. Good luck, girl. Jetzt kann ich ja auch den Asiamarkt-Einkauf zeigen, den Marco gemacht hat. Und auch vor allem das Erdnussmus aus den gerösteten Erdnüssen. Das ist sehr empfehlenswert. Haben wir immer da, da haben wir auch meine Eltern schon mit angesteckt. Das ist mega lecker. Dann haben wir hier außerdem eine große Flasche Sojasauce. Dann so Sesamöl. Das finde ich auch richtig gut so zum Anbraten. Das kann nämlich auch hoch erhitzt werden, auch so für Tofu und so asiatische Gerichte. Dann auch eine große Flasche Sriracha, auch so für Marinaden ist das super oder einfach so als Topping. Und dann hier einen riesigen Beutel oder ein Paket Cashewkerne. Das war relativ günstig, obwohl ich weiß gar nicht, 13,99 haben wir uns gefragt, ob das okay ist. Aber es sind halt schon ultra viele und die kosten ja auch ein bisschen mehr. Dann hat er hier nochmal so eine Hoisin-Soße gekauft. Haben wir auch mal Bock auszuprobieren. Und dann eine große Ladung Reisnudeln. Die verwenden wir auch immer so für Curries, für unsere Reispapierrollen natürlich und auch, ja, immer gerne. Also ich finde die super lecker und das hier ist, finde ich, so die beste Marke, die macht so 3 verschiedene Stärken. Das sind jetzt, glaube ich, die mitteldünnen. Ich habe hier gerade diese süßen Mini-Wraps gemacht. Also süß im Sinne vom Geschmack, aber auch vom Aussehen. Dafür habe ich glutenfreie Wraps ausprobiert. Die ging auch relativ einfach. Das war so ein kleines Experiment mit geschrodelten Leinsamen und Haferflocken, dann Apfelessig und
Backpulver, nicht Backpapier, und etwas Wasser. Die haben wir zwar relativ lange in Kokosöl gebraten, aber sind tatsächlich doch ganz fest geworden. Und habe ich sie gefüllt mit so einer selbstgemachten Schokocreme. Dafür habe ich den Magic Mushroom Mix verwendet. Der ist auch super lecker und sind halt verschiedene Zutaten drin. Und gefüllt habe ich diesen Wrap dann einfach mit Banane und Kokosraspeln. Und die genieße ich jetzt hier in der Sonne. Marco und ich kriegen über Nacht noch Besuch von einer lieben Freundin aus Berlin. Die ist nämlich übers Wochenende hier, aber eigentlich haben wir alle was ganz anderes vor und gar keine Zeit. Deswegen nutzen wir bald die Nacht. Also sie übernachtet heute bei uns und dann frühstücken wir morgen noch zusammen, bevor es dann zum Grillkochkurs geht. Wir haben jetzt gerade noch ganz schnell das Bad geputzt. Aber so richtig typisch, wenn jemand kommt, nochmal schnell alles durchfegen. Aber eigentlich ist es bei uns ja immer sauber und ordentlich. Vielleicht hängen wir jetzt ja noch einen kleinen Spaziergang mit dran, obwohl Marco jetzt auch die ganze Zeit unterwegs war, um einzukaufen fast den ganzen Tag. Ich hoffe, wir sind ein bisschen entspannter dann, wenn die nächsten Kochkurse stattfinden würden. Ich kann euch jetzt dann noch mal kurz zeigen, was wir alles so haben, bevor ich das Video beende. Also hier in der Küche steht schon einmal eine richtig große Box mit einigen Zutaten drin, die wir noch morgen dann dahin schleppen werden. Und hier oben hat Marco schon einen Sauerteig vorbereitet. Es gibt nämlich Sauerteig-Baguettes. Der ist dann morgen back-ready. Und hier im Kühlschrank haben wir auch noch zwei Regale, nur für die Kochkurse. Also hier mit so Salaten und frischen Sachen, die wir mitnehmen. Und wir haben auch schon einiges, oder Marco hat schon einiges in die Kochschule gebracht. Also so Sachen, die haltbar sind. Jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so eine große Flasche Sojasauce gekauft haben oder Sriracha, die halten sich ja auch ein bisschen. Da können wir dann die nächsten Male auch mal noch was von benutzen. Ja, das war's erstmal soweit. Vielleicht fange ich morgen schon mal direkt den nächsten Vlog wieder an. Ich finde es irgendwie total schön, immer so eine Mischung aus Food und Vlog zu machen. Also lasst mich gerne wissen, ob ihr da noch mehr Lust drauf habt in nächster Zeit. Ansonsten hoffe ich, dass euch erstmal dieses Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!